Hier ist wieder euer Manni. Heute bin ich hier zu Besuch bei einer guten Freundin. Ich kann mich ja mittlerweile wirklich nicht beklagen von lauter Zuschriften von Promis, die mich unbedingt kennenlernen wollen. Wie ist aber nicht mein? Und heute bin ich hier zu Besuch bei... jetzt habe ich den Namen der Band vergessen. Bananen-Gitte? Es ist also so eine Mädchenband gewesen, wie ist er? Da habe ich immer hier zur Musik immer früher immer hier getanzt, wie ist er? Jetzt habe ich aber echt den Namen vergessen. Mist! Fällt mir bestimmt gleich ein. So, kommt mal mit, ich zeige euch jetzt mal hier, wo wir hier sind. Sie wird gleich ein bisschen singen. Ich werde natürlich auch ein bisschen singen, weil ich kann ja alles. Ich bin ja so ein Multitalent. Ich kann ja wirklich alles. So, dann kommt mal einfach mal mit und ich zeige euch jetzt mal, was hier abgeht, wie ist er? Wie ist denn die Alte doch mal? Ich hab das ja jetzt echt nicht mehr auf dem Schirm, weißt du? Oh nee! Ist das jetzt der Ernst oder was? Ist hier kein Aufzug oder was? Muss ich das hier jetzt hier hochlaufen? Ich bin ja bei Dr. Natsuri bei Behandlung, weißt du? Der sagt ja immer wieder, ich habe ja Übergewicht. Naja, also ich kenne ja andere auch, die übergewichtig sind. Okay, so ein bisschen habe ich es ja, also ein bisschen mit den Gewebe, weißt du? Aber komm, so viele sind ja jetzt auch nicht, kenne ja auch ganz andere, ne? Egal. So, dann wollen wir mal weiter. Jetzt habe ich ja hier eine Pause gemacht hier, weißt du? Jetzt kann ich ja wieder ein bisschen atmen. Also, in diesem Leben werde ich mit Sicherheit kein Sportler, weißt du? Das ist ja jetzt nicht so wirklich meins. Puh, oder schwitze ich sogar zwischen Beinen. Das kommt mir jetzt gerade echt hier ein bisschen gelegen. Auch mal so ein bisschen Pause machen, weißt du? Ach, mein lieber Herr Gesangsverein hier. Puh, das ist ja echt so ein bisschen fragwürdig hier. Also, komisch, ne? Dass die hier irgendwie, also die wollen ja jetzt hier irgendwie Musik trällern, aber ich frag mich halt wo, das sieht hier aus wie so ein Bunker sieht das hier aus, so ein bisschen, wie ist das, was ich meine? Ich kann mir jetzt gar nichts vorstellen hier, wo, da ist nur eine Tür, vielleicht muss ich da mal jetzt nachfragen, wie ist das? Mir fällt sogar das Reden schwer wegen diesen blöden Treppen da. So, jetzt fangen wir mal, jetzt habe ich mich genug ausgeruht, jetzt gehe ich mal hier kurz mal kicken hier, wo die ist. Mir fällt das ja immer noch nicht ein, ne, der Name. Wie ist das, was ich meine? Ich weiß ja jetzt nicht mehr, welche Band warten bitte denn jetzt hier? Das ist hier, weißt du? Weil hier gibt es ja nur diese eine Türe hier. Weißt du, wenn ich mal eine? Ich denke mal, das ist hier. Weißt du? Ich glaube, das ist hier. Ich glaube jetzt mal gucken, ob sie da ist. Kicken wir mal. China da oder was? Wir kaufen nichts. Hast du Witz gemacht? Hast du Witz gemacht hier? Hallo! Na? Oh, du bist aber gut. Danke. Lecker. Ja, ja, dann gehen wir mal rein. Ich weiß immer noch nicht, welche Band das war. Oh, Alter, was schnuppelig hier. Oh, kick mal hier. Ist ja voll süß. Ja, wir sind jetzt hier Backstage. Aha. Vom Theater und Soundcheck. Ach so, okay. Und wir werden ja zusammen so ein bisschen auch wahrscheinlich ein bisschen trällern, weißt du? Also ich kann ja singen. Ja? Ja. Okay. Ich kenne ja immer hier von damals von Mariah Carey. Mhm. Mariah Carey. Wie hieß sie? Mariah Carey. Mariah Carey. Die hat ja immer so gemacht beim Singen, weißt du? Und das hast du von das mir. Kannst, ach so. Das hast du von mir. Damals haben wir hier im Jugendzentrum bei uns um die Ecke, bei Castro Krauxel, haben wir da haben wir mir das da abgeguckt, weißt du? Okay.
Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ganz kurze Frage mal. Also ich will jetzt natürlich nicht blöd klingen, aber ich habe jetzt vergessen, wie die Band hieß. Also es waren doch irgendwas, wie hieß der nochmal? Monrose. Ach so, ja stimmt, Monrose. Ich hab ja ehrlich gesagt gedacht, ihr seid ja die No Angels, ne? Nee, wir waren ein bisschen später. Ach so, ja, ja. Das ist ja, ihr seid ja von selben Schlacht, ne? Ja, selbe. Ja, so ähnlich. Selbe, was war das? DSS? DSS? Nein, Popstars. Ach so, Popstars, ja, stimmt. Das, ja, stimmt, ja. Daran erinnere ich mich jetzt. Was ist denn jetzt hier so, wie läuft denn jetzt gerade so? Also machst du weiterhin noch Musik oder was ist jetzt so, angesagt bei dir? Ja, ich mache wieder Musik, nach längerer Pause. Aha. Ja, unter anderem hat er auch so Gigs wie heute Abend hier. Das ist ganz cool, ja. Ja, also, sie hat mich ja wirklich so ein paar Tage lang gestalkt, weißt du, über Mitchell Sidia, nee, wie heißt das? Mitchell Sidia, Social Media? Social Media, genau. Ja, jetzt, wo du sagst, ich kann das ja nicht immer so, wie ich höre. Ist auch schwer. Ja, und dann habe ich dir gesagt, ja, okay, wenn du jetzt unbedingt willst, dann komm hier, dann, ach, guck mal hier. Das ist übrigens Inga, das ist ihre Show heute. Hallo Inga, hast du jetzt hier bei uns extra hier so, hi Inga. Also wir können ja nachher, wenn du jetzt mal so die Nummern austauscht, aber jetzt hier vor. Mein Papa hat sich auch so Zähne machen lassen. Echt? Ekelhaft. Das sind meine echten. Naja, gut. Kiekse, also jetzt, okay. Naja, okay, dann können wir jetzt mal eine Pause machen. Dann trinken wir jetzt mal so ein bisschen so zusammen. Hier, das sieht aus wie Alkohol hier, ne? Und dann kriegen wir mal, was wir dann zusammen so machen. Wir zwei, drei Beinen, wie ich, und die beiden lachen schon. Ich glaube, ich stehe auch nicht. Wow. Ja. Das ist meine Stirn, weil die singt jetzt gerade, weißt du? Dabei weiß sie gar nicht, dass ich gut singen kann hier. Ich kann ja mal so ein bisschen tanzen dazu. Hier. Ich glaube, die wird sich heute noch so ein bisschen umziehen oder so. Keine Ahnung, wofür die das jetzt brauchen. Aber ich kann jetzt auch nicht lesen. Aber ich kann dir jetzt wirklich alles sagen. Das ist ja hier auch. Ich habe hier ein Haar. Ich kann ja ein bisschen zeigen hier, weißt du? Komm mal mit hier. Komm mal mit. Während sie da singt, die macht ja jetzt gerade eine Probe. Ich brauche ja keine Probe. Weißt du, was ich meine? Ich kann das. Hier, das ist jetzt die Bühne, weißt du, was ich meine? Sie werden heute singen mit der Bar zusammen. Beziehungsweise sie wird versuchen, mit mir irgendwie, weißt du, so mitzuhalten. Hört ihr sie gerade? So mittelmäßig, also ist gar nicht mal so schlecht. Ist ja auch eine nette, ne? Eine hübsche. Sind die Leute jetzt gerade hier? Jetzt sind die da auch schon so ein bisschen. Grüß Gott. Hallo. Was machen wir hier? Ja, auch eine Antwort, ne? Möchtest du gucken? Ich hoffe mal dabei, dass ich keine Anspruch mehr so um mich bin. Minimal. Das ist ja schon, kann man jetzt wirklich nicht anders sagen. Das ist ja wirklich nett hier eingerichtet gewesen. Das hier ist die Bühne, wo ich die Leute gleich mit meiner Gesangsperformance den Atem wegklauen werde. Weißt du? Und da sitzen hier die Leute, da, guck mal, hier, guck mal. Da, ne, da sitzen nachher dann die Leute und dann hebt die Party ab hier. Weißt du? Kannst ja nichts anders sagen hier. Ist ja echt nett. Jo, dann lasse ich euch jetzt mal hier, ne? Weil jeder soll ja professionell weitermachen hier, weißt du?
Ich bin ja jetzt auch dabei. Jetzt werde ich gleich mal die Gesangsprobe machen, weißt du, damit ich meine Stimme aufbereite. So, komm mal mit jetzt. Ja, das war jetzt die Bühne hier. Und die Wahrheit, die ist ja immer noch am Singen, nicht? Die Arme, die tut mir so leid. Ja. Spach mal aus. Ich werde jetzt mal so ein bisschen so tun, als wäre sie vielleicht dann auch noch mal interessant für mich, weil ich bin ja jetzt hier dafür da, damit sie auch mal so ein bisschen hier so sich mal präsentieren kann, wie ich sie mal meine. Ja, deshalb, ich werde jetzt mal so ein bisschen so tun, als wäre ich interessiert daran, was sie jetzt gerade macht, weißt du? Bis gleich. Was machst du denn da? Guck mal, hast du mir keinen Döner mitgebracht? Nee. Warum? Weil ich ein egoistisches Arschloch bin. Ach so. Ja, wenn man mir nichts mitbringt, dann wird man verflucht. Das sag ich dir, du. Ja. Hier steht der Rest. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Ja. Komm mal mit hier. Guck mal, da spielen jetzt gerade die erste Geige hier. Wie ist aber nicht mein? Die erste Geige hier. Interessant, das ist ja schon ein bisschen voller geworden hier, weißt du, was ich meine? Das ist ja richtig, ja, kann ich euch anders sagen, weißt du? Ich werde ja gleich hier, so ein bisschen mit dran, okay, ich bin, muss ich jetzt wirklich mal sagen, so ein bisschen bin ich jetzt schon auf, weil, ich meine, ich weiß, was ich kann, ich weiß, dass ich das alles gut drauf habe, weißt du, aber trotzdem bin ich ein bisschen, hab ich da Respekt hier, weißt du? Oh. Ah! Hi! hallo! Hi! Ist ja lustig hier, ey. Guck mal, wer da ist, guck mal, wer da ist. Guck mal mit. Wacher. Da. Wacher von der Band Monrose. Damals, ne? Wacher? Hab ich ja jetzt halt total auch der Situation, ne? Hab ich ja jetzt hier vorhin gesagt, hier irgendwie hier von den No Angels. Total verrückt. Dabei ist sie ja doch von der Monrose, ne? Ja. Gut, kick mal hier. Kick mal. Hier. Ja, das Instrument, ja, richtig teure, schöne Sachen hier, Wiesche. Entschuldigen Sie mal, ich hab da mal eine Frage an Sie, ja? Ich bin ja jetzt auch professioneller Sänger, weißt du? Aber ich hab, also wofür sind Sie denn hier? Sie machen ja hier was. Ja. Was machen Sie denn? Bass. Was ist denn Bass? Was ist denn bitte? Titte. Titte. Darf ich das mal ausprobieren oder ist das jetzt ein bisschen doof? Darf ich das mal ausprobieren oder ist das ein bisschen doof? Ist ein bisschen doof. Ja, okay. Und wer spielt Titte hier? Der sitzt hier nicht gerade. Da will ich auch mal gerne ausprobieren, weißt du? Mach das mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich war auch ein bisschen verrückt, oder? Gib mal hier. Nett? Gut, dann kicken wir jetzt gleich mal. Wie gesagt, wir werden ja gleich zusammen hier ein bisschen was trällern mit der Baha zusammen. Dann ja, könnt ihr ja mal sehen, wie gut ich singe hier, weißt du? Ja, mal gucken. Mal kicken. Vielleicht mache ich auch demnächst eine eigene Tour hier, ne? Mit den besten Hits der 90er Jahre mit meiner Interpretation, weißt du? Das wird bestimmt auch eine interessante Sache hier, weißt du? Okay.